Der Ausstoß von CO2, anderen Treibhausgasen sowie weitere menschliche Aktivitäten führen zu einem Anstieg der globalen Mitteltemperatur. Wie verteilt sich dieser Anstieg nun aber räumlich? Das heißt, wie sieht der regionale Klimawandel aus? Hier ist es wichtig zu wissen, dass nicht alle Regionen sich gleichmäßig erwärmen. Landregionen erwärmen sich stärker als Ozeanregionen und die Polargebiete erwärmen sich stärker als die tropischen Regionen. Besonders sticht hier die Arktis hervor, in der die Erwärmung besonders signifikant und hervorstechend ist. Diese Erwärmungsmuster sind charakteristisch für die Erderwärmung. Sie sind quasi Fingerabdrücke der Erderwärmung und beruhen zu einem gewissen Teil auf grundlegender Physik des Klimasystems. Die stärkere Erwärmung des Landes gegenüber dem Ozean liegt zum Beispiel daran, dass die Atmosphäre über dem Land im Schnitt etwas trockener ist als über dem Ozean. Übrigens, diese räumlichen Muster der globalen Erwärmung sind bereits sichtbar. Wir hatten sie schon in Lektion 1 gesehen, als Teil des beobachteten Klimawandels. Im Folgenden möchte ich Ihnen eine Animation des Deutschen Klimarechenzentrums in Hamburg zeigen. Was hier gezeigt ist, sind Modellrechnungen mit dem Klimamodell des Max-Planck-Instituts für Meteorologie, auch in Hamburg beheimatet. Dabei werden zwei Szenarien verglichen, einmal ein optimistisches Szenario links und ein etwas pessimistischeres Szenario rechts. In dem optimistischen Szenario steigt die Erdmitteltemperatur im Schnitt etwa nur um 2 Grad bis zum Jahr 2100 an, im pessimistischen Szenario um 4 Grad Celsius. Dieser Vergleich zeigt Ihnen also auch die Chancen und Wirksamkeiten von proaktiver Klimapolitik. Ein Hinweis noch: gezeigt sind hier Anomalien der Erdmitteltemperatur, allerdings auf die Referenzperiode 1995 bis 2014. Das ist eine andere Referenzperiode als in dem globalen Video vorher und ist eine Erinnerung daran, dass Sie immer auf die Referenzperiode achten sollten. Das war ein Video zur Entwicklung der Erdmitteltemperatur regional. Natürlich ändert sich auch der Niederschlag im Rahmen von Klimawandel. Genauso wie die Temperaturänderung ist auch die Änderung des Niederschlags nicht räumlich uniform. Tatsächlich nimmt der Niederschlag in einigen Regionen zu unter Erderwärmungsbedingungen und in anderen Regionen ab. Im Allgemeinen gilt dabei, dass es viel schwieriger ist, die Niederschlagsänderung vorherzusagen als die Temperaturänderung. Das liegt zum einen an der atmosphärischen Zirkulation, die die Niederschlagsmuster über den Transport von Wasserdampf prägt. Zum anderen liegt es daran, dass Niederschlag von vielen kleinskaligen Prozessen abhängt, wie atmosphärische Konvektion und Wolkenprozesse und auch von der Kopplung der Atmosphäre mit dem Boden und dem Ozean. Trotz dieser Herausforderungen gibt es einige robuste Niederschlagsänderungen, die wir erwarten. Wir erwarten einen starken Anstieg des Niederschlags im äquatorialen Pazifik und in den höheren Breiten, insbesondere in der Arktis. Auf der anderen Seite erwarten wir eine Niederschlagsreduktion über dem Gebiet des Mittelmeers und dem Amazonas. Dabei ist es auch wichtig zu verstehen, dass die Niederschlagsänderung im Allgemeinen stark von der Jahreszeit abhängt. Das heißt, der Niederschlag kann in derselben Region im Winter abnehmen und im Sommer zunehmen. Das hat natürlich Auswirkungen zum Beispiel für die Landwirtschaft. Im Folgenden ist dies einmal dargestellt in einer Animation des Deutschen Klimarechenzentrums, basierend auf einem Lauf des Klimamodells des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven für ein mittleres Erwärmungsszenario. Links sehen Sie dabei die Änderung des Winterniederschlags und rechts die Änderung des Sommerniederschlags. Die Niederschlagsänderungen sind dabei als prozentuale Änderungen in Bezug auf die Referenzperiode 1995 bis 2014 dargestellt.